Hallo zusammen von einem weiteren Fjord in Norwegen, und zwar dem Geiranger Fjord, was ja seine Berühmtheit im Grunde dadurch erreicht hat, dass hier diese riesen Kreuzfahrtschiffe unten stehen und die Serpentinstraße, die ich ja nicht gefahren bin, also nicht diese super bekannte, sondern eine normale Serpentinstraße, da alles im Nebel ist und man sowieso nichts sieht. Hier durch die Schlucht kommt das Wasser von oben, von den schneebedeckten Bergen, stürzt sich hier runter in das Geiranger Fjord, was ihr dort direkt seht. Was schon wunderschön ist, aber leider immer noch Regen und immer noch Nebel. Ich mach mal kurz die Linse nochmal sauber. Halt jetzt so ein bisschen die Hand hier drüber. Falls die mal zwischendurch im Bild ist, tut es mir leid, aber anders geht's nicht. Es ist so ein starker Regen mittlerweile wieder. Aber es ist schon beeindruckend, wenn man die Schiffe da unten sieht. Ich versuche mal so ein bisschen zu zoomen auch. Ja, ist wirklich schwierig. Es wäre schön, wenn man mehr sehen könnte. Ich werde mal schauen, was irgendwie noch machbar ist. So, hier führt ein kleiner Weg hier an diesem Felsen vorbei. Man kann auch auf die Felsen, aber dadurch, dass das so nass und rutschig ist, habe ich mich dafür entschieden, nur hier den Seitenweg zu gehen, der auch schon auf diesen Steinen ist. Aber passt schon. Wenn es jetzt nicht so nass wäre, könnte man hier diese Aussicht genießen von diesem Stuhl. Aber hätte wenn und aber, ne? Alles nur Gelaber, kennen wir ja. So sieht das Ganze aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir da ein bisschen mehr von versprochen habe, wenn ich immer so die ganzen Bilder gesehen habe, wenn die Leute hier waren. Das wirklich Schöne ist eigentlich eher die Anreise hierhin. Durch die Fjorde, die Berge, die einzelnen Seen und Flüsse. Geiranger selber, so auf den ersten Blick, sehr schön. Gerade wegen dem Fjord natürlich. Aber mal schauen, was da unten noch so zu sehen ist. So. Mittlerweile bin ich unten am Hafen angekommen. Da verlässt auch gerade so ein kleines Hurtigrutenschiff hier den Fjord. Und direkt vor mir steht mein Schiff 1, was schon eine Nummer größer ist, würde ich mal so behaupten. Auch wieder sehr imposant und beeindruckend. Also Geiranger an sich ja, ist nur touristisch mit Shops, Essen und sonst einen schönen Wasserfall habe ich noch gesehen, den zeige ich euch gleich noch. Aber sonst wird mich hier nicht viel halten. Es ist nicht das, was ich sehen möchte. So, von hier hat man noch mal kurz so einen kleinen Eindruck von Geiranger, wie es eigentlich ganz schön aussieht. Und hier nochmal mein Schiff im Ganzen. Hier ein kleiner Schwenk über diesen doch schön angelegten Platz eigentlich. Direkt mit Blick aufs Fjord. Nochmal der Blick auf mein Schiff. Nicht so, weil es mir so toll gefällt. Nein, weil ich versucht habe, da hinten zu dem Wasserfall zu kommen. Und das ist so eine Menschenmasse. Da habe ich einfach keine Lust zu. Ich werde mich jetzt nicht durchschieben. Schaut euch hier bitte nochmal um. Genießt das, was schön ist. Aber diese Menschenmassen will ich nicht und werde ich auch nicht machen. Also beende ich das Video jetzt hier. Passend zum Regen ist auch die Stimmung getrübt. Macht's gut. Euer Markus. Bis zum nächsten schönen Video.